Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. US-Präsident Obama besucht heute den Ort, mit dem das ganze Land fühlt. Unsere Themen: Trauer in Newtown, Weihnachtsbäume für die getöteten Kinder. Machtwechsel in Japan, Erdrutschsieg der Konservativen. Und Kunst in Eintracht, das Maler-Ehepaar Neo Rauch und Rosa Loy. 2 Tage nach dem Amoklauf im amerikanischen Newtown gab es heute für die Trauernden den nächsten Schock. Als viele Menschen in den Kirchen der Stadt der erschossenen Schüler und Lehrer gedachten, da musste eine der Kirchen nach einem Drohanruf geräumt werden. Die Polizei fand zur Erleichterung aller aber keine Bombe. Dabei sind die Einzelheiten der Tat, die jetzt herauskommen, ohnehin schon schwer zu ertragen. Der Todesschütze soll mit einer halbautomatischen Waffe wild um sich geschossen und einige Opfer dabei fast ein Dutzend Mal getroffen haben. Über trauernde Familien und die Suche nach den richtigen Worten. Stefan Niemann. Sie entzünden Kerzen an diesem düsteren dritten Advent in Newtown, trauern um die toten Kinder und Lehrerinnen der Stadt, die ein Amokläufer am Freitag gewaltsam aus dem Leben riss bei seinem Überfall auf ihre Grundschule. Emily, ein unbeschwertes und fröhliches Mädchen, mit 6 Jahren die älteste Tochter der Familie Parker. Die Erstklässlerin, ein Opfer des Todesschützen. She was the type of person that could just light up a room. Sie war jemand, der den Raum heller machte. Sie hatte für jeden stets ein freundliches Wort. Sie ist ein unglaublicher Mensch. Es ist ein Segen, ihr Vater zu sein. An incredible person. And I'm so blessed to be her dad. Seelsorger und Psychologen betreuen die Familien, all die Trauernden in dieser Kleinstadt, in der nichts mehr so ist, wie es war. Auch Newtowns Helfer brauchen Hilfe. Selbst der Leichenbeschauer ist erschüttert angesichts der Schusswunden an kleinen Kindern. Ich mag weniger empfindlich sein als der durchschnittliche Mensch, aber dies ist wohl das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Sie singen Stille Nacht, ein letzter Gruß für eine junge Frau, die viele als Heldin sehen. Die Grundschullehrerin Victoria Soto soll sich dem Täter mutig in den Weg gestellt haben und hat dabei ihr Leben gelassen. Die meisten ihrer Schützlinge konnten so entkommen. And that's when the gunman burst in. Als der Amokläufer in die Klasse unseres Sohnes eindrang und ohne ein Wort zu sagen oder eine Regung zu zeigen auf die Lehrerin schoss, sind die Kinder an ihm vorbei rausgerannt, direkt an ihm vorbei. Next to the guy and out the door. Dieser Tag soll allein den Opfern gehören. Die Bürger von Newtown haben geschmückte Weihnachtsbäume mit Kuscheltieren vor die Grundschule gestellt. Einen für jeden Toten. Ja, Thomas Roth in Newtown. Präsident Obama wird heute Abend noch in Newtown zu den Hinterbliebenen sprechen. Was ist denn von ihm zu erwarten? Er ist im Augenblick übrigens, Tom, gerade auf dem Weg von einem Flughafen hier in der Nähe in einer Autokolonne direkt hier nach Newtown. Was wir erwarten können, ist, dass er zunächst mal mit möglicherweise vielen, vielleicht sogar allen Opferfamilien spricht. Das wären dann 26 der 12 erschossenen Mädchen und der 8 erschossenen Jungs. Dann wird es eine Gedenkfeier geben, die etwa 90 Minuten dauern soll, hören wir. Und aus dem Stab des Weißen Hauses hören wir, dass er dann in der Highschool hier, also nicht in der Grundschule, in der das alles schrecklich so stattgefunden hat, sondern in der Highschool sprechen wird. Es ist offenbar so, sagt, das hören wir aus dem Weißen Haus, dass er an der Rede wohl hauptsächlich selbst geschrieben hat, wo er zu den Angehörigen, aber eben nicht nur, sondern zu ganz Amerika sprechen will. Dass ihm das sehr nahe geht, das haben wir in den letzten Tagen ja schon gemerkt, als er sich im Weißen Haus in Washington geäußert hat und da tatsächlich auch mit sich gerungen hat, um das klar auszusprechen, was er aussprechen will. Seine Gefühle haben da offenbar eine große Rolle gespielt. Ich nehme an, das wird heute Abend auch der Fall sein. Womit ich nicht rechne, dass er sich unmittelbar politisch äußert zu der ganzen Waffenfrage einer neuen Gesetzgebung. Mir scheint es eher so zu sein, dass er die Trauer teilt hier mit Newtown, aber wohl dann auch mit ganz Amerika. Danke, Thomas Roth in Newtown. Japan erlebt ein politisches Comeback. Die Liberaldemokraten, die jahrzehntelang das Land regiert hatten und 2009 abgewählt wurden, siegten heute bei vorgezogenen Parlamentswahlen haushoch. Zusammen mit ihrem Koalitionspartner stellen sie eine Zweidrittelmehrheit. Für den bisherigen Regierungschef Yoshihiko Noda war die deftige Niederlage ein politisches Desaster. Auch als Chef der Demokratischen Partei trat er noch am Abend zurück.
Der Wahlsieger Shinzo Abe war bereits einmal von 2006 bis 2007 Ministerpräsident und er kündigte bereits an, besonders gegenüber dem Konkurrenten China harte Hand zu zeigen. Außerdem setze er wieder auf die seit dem Fukushima-Unglück umstrittene Atomenergie. Vom Tag der Entscheidung in Japan und dem Kampf eines Außenseiters berichtet Philipp Abrech. Vor 3 Stunden ins Bett gegangen und jetzt um 7 Uhr früh schon wieder wach. Ryokichi Kawashima ist ein Mann der Tat. Er ist der älteste Kandidat der Parlamentswahl, 94 Jahre, schwerhörig und mit dem Herzen am rechten Fleck. China hat in seinen 4000 Jahren nur 14 Mal die Spitze ausgewechselt. Aber Japan? Japan hat fast jedes Jahr einen neuen Chef. Und jetzt kommt auch noch Herr Abe, schon zum 2. Mal als Premierminister. Der legt uns nur wieder Steine in den Weg. Ryokichi Kawashima ist gefrustet. Von der alten Regierung um Yoshihiko Noda und von der neuen um Shinzo Abe. Vor 2 Wochen stürmte er aufs Amt und machte sich zum Spitzenkandidaten seiner eigenen Ein-Mann-Partei, 15 Minuten vor Fristende. Seitdem steckt der Kawashima im Wahlkampf. Unser Land ist wie eine Familie. Die Eltern kaufen ständig Spielzeug für die Kinder. Irgendwann ist das Geld ausgegeben, so wie bei uns in Japan. Ab jetzt werden die Konservativen wieder Geld unter die Leute bringen, Geld, das sie nicht haben. Ich finde das unglaublich. Die Herausforderungen für Japans Premierminister sind riesig, sagt auch Herr Kawashima. Der Neue muss die enorme Staatsverschuldung in den Griff bekommen und zugleich die Wirtschaft beleben. Japan, der Superstar der 80er Jahre, ist tief gefallen. Vor allem die Elektronikriesen kämpfen ums Überleben. Außerdem, wo geht's hin mit der Atomkraft? Was ist wichtiger, Energie oder Menschenleben? Bei der Atomkraft, da gibt es doch nur eins, sofort ausknipsen, sagt der Kawashima. Wo wollen Sie denn hin mit dem ganzen Atommüll? Mit dem Rollator braust der Spitzenkandidat ins Wahllokal. Seine eine Stimme gibt er sich selbst, vielleicht nicht zum letzten Mal. Japans neuer Premier Shinzo Abe ist der 9. in 12 Jahren. Herr Kawashima wird seine nächste Chance sicher bald ergreifen. Der Machtkampf um die Zukunft Ägyptens geht auch nach dem Auftakt der Volksabstimmung über die neue Verfassung weiter. Mehr dazu in den Kurznachrichten mit Jan Hofer. Nach dem ersten Wahlgang des Referendums liegen Befürworter und Gegner inoffiziellen Ergebnissen zufolge dicht beieinander. Nach Berichten ägyptischer Medien stimmten knapp 57% für den neuen Verfassungsentwurf. Das offizielle Ergebnis soll erst nach der 2. Runde am nächsten Samstag bekannt gegeben werden. Menschenrechtsgruppen monierten inzwischen Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung. In Syrien haben Truppen des Assad-Regimes ihre Angriffe auf Regierungsgegner fortgesetzt. Auch ein von palästinensischen Flüchtlingen bewohntes Viertel in der Hauptstadt Damaskus wurde beschossen. Mindestens 25 Menschen sollen allein dort getötet worden sein, als mehrere Raketen in eine Moschee einschlugen. In dem Flüchtlingslager Jarmuk leben etwa 100.000 Palästinenser. Viele weitere sollen dort vor den Kämpfen Zuflucht gesucht haben. In Bloemfontein in Südafrika hat der Parteitag des Afrikanischen Nationalkongresses ANC begonnen. Singend und tanzend eröffneten mehrere tausend Mitglieder die Versammlung der südafrikanischen Regierungspartei. Staatspräsident Zuma kandidiert erneut für den Vorsitz. In seiner Auftaktrede bekräftigte er den Führungsanspruch des ANC und versprach mehr Wirtschaftswachstum. Zumas Wiederwahl gilt als wahrscheinlich. Er hat aber mit Vizepräsident Motlanthe einen ernstzunehmenden Herausforderer. In Nordkorea ist an den vor einem Jahr verstorbenen Machthaber Kim Jong-il erinnert worden. In der Hauptstadt Pyongyang legten Tausende Blumen vor einer Statue Kims nieder. An der zentralen Gedenkfeier nahm auch sein Sohn und Nachfolger Kim Jong-un teil. Dabei wurden die Verdienste seines Vaters herausgestellt. So sei der Start einer Rakete, wie er am Mittwoch geglückt war, dem Wirken Kim Jong-ils zu verdanken. Die Kunstsammlung Chemnitz überraschten in den letzten Jahren immer wieder mit spektakulären Ausstellungen. Der Chefin Ingrid Mössinger gelang es, Picasso und seine Frauen zu zeigen, später Munk und Kirchner schauen. Und nicht zuletzt, der legendäre Musiker Bob Dylan ließ seine Aquarelle weltweit das erste Mal in Chemnitz präsentieren. Jetzt gelang Mössinger ein neuer Kunstclou, eine weitere Premiere. Der Maler Neo Rauch und seine Frau, die Malerin Rosa Loy, stellen erstmals in Deutschland gemeinsam aus.
Paul Pietras hat die Bilder gesehen und bekam Gelegenheit zu einem Interview mit dem sonst eher zurückhaltenden Künstlerpaar. Es sieht aus wie ein Bild von Neo Rauch. Aber es hängt in einem Gemälde von Rosa Loy, seiner Frau. Sie malt seit Jahrzehnten an seiner Seite, nicht ganz so weltberühmt wie ihr Mann, aber genauso rätselhaft. Nun stellen Rosa Loy und Neo Rauch erstmals gemeinsam in Deutschland aus. Die Kunstsammlungen Chemnitz zeigen, wie sehr sie sich in 27 Ehejahren beeinflusst haben. In Rosa Loys Bildern sind Farben und Figuren aufgetaucht, die an Neo Rauch erinnern. Auch das passiert, wenn man in benachbarten Ateliers arbeitet. Malerei ist ja auch ein richtiges Handwerk. Das ist ein Handwerk. Das ist wie wenn sich zwei, Chirurgen unterhalten, wie sie ihre Operation an dem Tag durchgeführt haben oder wie man was am besten macht, wie man eine Naht vernäht. Das geht wirklich um Handwerk dabei. Die Handschrift von Neo Rauch ist dabei sanfter geworden. Er sagt, die rosa Welt habe auf ihn übergegriffen. Im Zentrum steht nun eine Frau. Sie entscheidet. Er verbeugt sich und reicht eine Pflanze. Der Mann im Malerkittel, Neo Rauch. Früher hat er härter gemalt, immer wieder auch sich selbst, der Mann als geschundene Kreatur. Diese Bilder haben Rauch reich gemacht. Nun sagt er, seine Frau habe ihn geheilt und vielleicht auch gezähmt. Ein höheres Maß an Friedfertigkeit, ein Ausbremsen gewalttätiger Hintergrundaspekte bricht sich in meinem Schaffen Bahn. Und das ist wahrscheinlich auf sie, auf ihre Einflüsterungen und Zuraunungen verbaler, aber auch bildhafter Natur zurückzuführen. Oh ja, ich habe immer mal Kritik an zu dicken Knien eingebracht und die sind alle schlanker geworden. Also die Frauen sind durchaus attraktiver geworden und sinnlicher. So viel zum Thema Zähmung. Ja. Sinnlicherer Aspekt. Ironie und schlanke Knie. Mit beidem hat Rosa ihren Neo wohl beschenkt. Den Welterfolg hat sie ihm nie geneidet und fröhlich weitergemalt, mit der Geduld einer starken Frau. Die Doppelausstellung in Chemnitz erzählt auch die Kunstgeschichte einer großen Liebe. Von der Kunst zum Sport. Die Meldung des Tages in der Fußball-Bundesliga war natürlich die Entlassung von Trainer Huub Stevens bei Schalke 04. Am Dienstag spielt Schalke ja noch im DFB-Pokal gegen Mainz. Aber wer wird denn da auf der Trainerbank sitzen, Julia Scharf? Jens Keller heißt der Mann. Zuletzt war er Jugendtrainer bei Schalke. Nach 6 sieglosen Spielen in Folge übernimmt er jetzt die Profimannschaft. Der Revierrivale Dortmund wartete immerhin auch schon seit 3 Spielen auf einen Sieg. Heute allerdings konnte der amtierende Meister die Hinrunde mit einem Erfolgserlebnis abschließen. Großen Anteil am 3:1-Sieg gegen Hoffenheim hatte Mario Götze, der seinem Coach nach einer mäßigen Startphase ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk machte. Die Tabelle nach Abschluss der Hinrunde. Der FC Bayern überwintert mit komfortablen 9 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Erster Verfolger ist Leverkusen, dahinter Dortmund. Eintracht Frankfurt beendet die Hinrunde auf Platz 4, punktgleich mit dem BVB. Damit steht der Aufsteiger auf einem Europa-League-Platz, ebenso wie Freiburg und Mainz. Die zweite Hälfte wird angeführt vom Hamburger SV, der auf Rang 10 abgerutscht ist, dahinter Hannover und Werder Bremen. Fortuna Düsseldorf klettert auf Rang 13. Der Aufsteiger hat komfortable 9 Punkte Abstand auf den Relegationsrang. Auf diesem befindet sich Hoffenheim. Augsburg und Fürth auf den Abstiegsrängen. Diskuswerfer Robert Harting ist Sportler des Jahres. Rund 1500 Sportjournalisten wählten den Olympiasieger auf Platz 1. Damit ließ der Berliner den Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hinter sich. Zur Mannschaft des Jahres wurde der Deutschlandachter gewählt. Das Ruderteam holte ebenso eine Goldmedaille in London. Und 9 Monate nach ihrem Rücktritt wurde Magdalena Neuner zur Sportlerin des Jahres gewählt. Für die ehemalige Biathletin war es bereits die 3. Auszeichnung. Und während Magdalena Neuner für ihre vergangenen Erfolge ausgezeichnet wurde, sorgten ihre ehemaligen Kollegen beim Weltcup im slowenischen Pokljuka für neue Triumphe des deutschen Teams. Platz 2 für Miriam Gössner im Massenstartrennen. Den Sieg bei den Herren sicherte sich Andreas Birnbacher. Es war sein Tag heute. Andreas Birnbacher im Ziel nach einem perfekten Rennen. Wie so oft lieferte er sich zunächst einen Zweikampf mit dem Franzosen Martin Foucault. Dreimal blieb Birnbacher ohne Fehler am Schießstand und auch läuferisch war er extrem stark. 15 Sekunden vor Foucault. Die Entscheidung dann im letzten Schießen. Der Schlechinger, konzentriert, nervenstark, blieb fehlerfrei, Foucault nicht. Birnbachers Triumph vor dem Slowenen Jakob Fack und Tim Burke aus den USA ließ Miriam Gössner einen 2. Platz im Massenstartrennen der Frauen folgen. Trotz 4 Schießfehlern lief sie noch fast ganz nach vorn.
Der Sieg ging an Tora Berger aus Norwegen vor Miriam Gössner und Gabriela Sukolova aus Tschechien. Zweiter Podestplatz für Andreas Wellinger. Der 17-jährige Skispringer belegte beim Weltcup im schweizerischen Engelberg gemeinsam mit dem Österreicher Andreas Kofler Rang 2. Besser als diese beiden nur Gregor Schlierenzauer, ebenfalls Österreich. Nach dem ersten Durchgang hatte Wellinger noch auf Rang 11 gelegen. Mit der Tagesbestweite von 138,5 Metern im Finale schob er sich nach vorne. Bundestrainer Schuster freute sich. Severin Freund verlor zwar mit Rang 6 das gelbe Trikot, aber 4 DSV-Adler unter den besten 8. Eine tolle Generalprobe für die Tournee. Und das waren die Tagesthemen. Sven Plöger war gleich im Anschluss sogar schon einen vorsichtigen Ausblick auf das Wetter zum Weihnachtsfest. Die Kollegen der Tagesschau informieren Sie dann nochmal um 1.50 Uhr über das Neueste in aller Welt. Und ab morgen begrüßt Sie hier Karin Mioska. Ich wünsche Ihnen jetzt schon eine schöne, ruhige, friedliche Vorweihnachtswoche.